Hallo ihr Lieben! Hallo zusammen! Wir wollen heute mit euch zusammen Bananenknete herstellen. Die ist nämlich ganz fix gemacht mit ganz wenigen Sachen, wie man hier sehen kann. Und das Tolle daran, die ist für kleine Kinder auch geeignet, für Säuglinge. So ab 9 Monate, die können damit schon rumherhantieren. Das ist einfach alles essbar und nicht gefährlich für die Kleinen. Genau. Genau. Lass uns mal anfangen, Nina. Wir beginnen mal. Genau. So, als erstes zeigen wir euch mal kurz, was ihr braucht. Ihr braucht eine Banane, ihr braucht Speiseöl, Mehl, Speisestärke und Wasser haben wir hier drin. Das benötigt ihr auch. Und mehr eigentlich nicht. Ihr könnt optional dann die Knete auch noch einfärben mit Farbe. Lebensmittelfarbe, genau, Speisefarbe. Ist egal. Ihr wisst ja, was wir meinen. Richtig, mit Lebensmittelfarbe, damit ihr einfach einen schönen Touch bekommt. Das würden wir heute nicht machen, wir machen einfach nur die Knete so gemeinsam. Ich fange mal an, nehme die Banane, wir quetschen mal die Banane erstmal rein. Nina, möchtest du das machen? Möchtest du die Banane quetschen? Ich würde die Banane mal quetschen, genau. Genau, quetsch mal die Banane, hier ist eine Gabel. Vielen Dank. Hier. Muss die richtig klein sein? Ja, richtig schön, also schon schön klein. Wir können die dann später noch, wenn wir das vermengen mit den Händen. Ach, dann quetscht man die doch ein bisschen kleiner. Schön kleiner machen, genau. Und wenn so kleine Stücken drin sind, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Ja. Genau. Ich tue derweil mal in der Zwischenzeit Öl abwiegen. Vom Öl brauchen wir nämlich 100 Gramm. Wahrscheinlich wie beim Teig, dass man die flüssigen Sachen miteinander verbindet und richtig, dann die, trocknen, dann tun wir alles rein. Genau, so mal das Öl rein. Das dann alles vermischen? Ja, jetzt kommt noch das Wasser hinzu. Das Wasser müssen wir auch noch machen. Wer möchte, kann ja seine Kinder gleich an dieser Herstellung mit beteiligen sozusagen. Genau, da könnt ihr ja richtig mit matschen, das macht ja auch Spaß. Wie viel Wasser brauchen wir? Auch 100 Milliliter Wasser. Okay. Oder 100 Gramm, ne, wenn Wasser... Haben wir das auch schön. Wenn man das Ganze einfärben möchte, dann kommt jetzt diese flüssige Lebensmittelfarbe hier mit dran. An die Flüssigkeit sozusagen. So, dann tun wir noch gleich mal Mehl und Stärke vermischen. Wir tun jetzt hier Mehl und Stärke rein und vermengen das und schütten das dann hier zusammen. Und dann nehmen wir die Hände und da können die Kinder auch viel mitmachen und kneten. So, hier brauchen wir 250 Gramm von Mehl. Okay. Ja. Ich denke, auf ein paar Gramm mehr oder weniger kommt es nicht an, aber genau. Ungefähr soll es schon sein. Genau, ihr müsst nur schauen, dass die Masse nicht zu sehr klebt. Mhm. Ne? Und dann muss man einfach gucken, wenn die oder zu trocken ist, zu sehr stiebt, entweder noch ein bisschen Wasser hinzu oder ein bisschen Öl hinzugeben. Ja. Das neigt man dann auch. Oder wenn es zu sehr klebt, auch ein bisschen Mehl noch mit dran machen. Das ist wie, als wenn man Teig macht eigentlich. Ne? Genau dasselbe. Ja, wie beim Hefeteig eigentlich, oder? Und beim anderen Mehlteig. Genau. So, Speisestärke braucht ihr 100 Gramm. Ich fange an. Ich knete mal. Dann knete. Hier oder willst du jetzt gerne matschen? Ich mag das nicht so gerne an den Händen, aber ich kann auch matschen. Ja, mach das. Jetzt habe ich angefangen, jetzt ist es egal. Das ist eine schöne Wahrnehmungserfahrung. Also wie gesagt, wenn ihr eure Kinder mal die Sachen hier zur Seite stellen, dass sie vielleicht ein bisschen mit reingucken können. Genau. Das ist eine schöne Wahrnehmungserfahrung, dass dann auch dieses Quetschen, das Feuchte, Nasse und dann... Ist auch gut für die Feinmotorik, genau. Für die Kinder. Dass die gleich mit ihren Fingern da ein bisschen üben können. So, ne, ihr seht schon, jetzt wird das schon viel fester. Schön wie ein Teig vermengen, immer ein bisschen drehen. Also ihr könnt es auch mit einem Rührer machen, mit einem Mixstab, wer jetzt hier keine Lust hat, sich die Hände voll zu machen. Aber ich finde es gerade schön und gerade die Kinder können hier schon richtig schön mit matschen und mitmachen, wenn ihr sie mit einbeziehen wollt. Je nachdem, wie es dann danach in eurer Küche aussehen soll. Kann ich dir noch was helfen, liebe Silke? Eigentlich kannst du dir jetzt ein Stück rausnehmen. Jetzt ist es nicht mehr so klebrig. Jetzt mache genau. Ich also jetzt kannst du schon mal probieren, Nina, ne? Schön ja. Kneten. Und je mehr man das knetet, umso weicher, softer und geschmeidiger wird es. Und da kann man dem Kleinen einfach mal so ein Stück in der Hand geben und einfach mal kneten lassen. Einfach so hin und her. Und ihr werdet merken, wie viele Kinder da ganz ruhig werden und das genießen. Mhm. Und da so anfangen zu träumen auch dabei. Wenn die Knete in der Hand haben. Und lasst sie einfach mal in Ruhe und lasst sie einfach ausprobieren.
Natürlich könnt ihr dann auch noch mit euren Kindern, um sie ein bisschen anzuleiten, auch wie Teig nochmal ausrollen, dass ihr sagt, ihr legt das hin, nehmt einen Roller, rollt es aus. Wer nicht so sehr kreativ ist, kann auch gerne dann Aussteckformen nehmen, die es ja genug gibt für Kinder. Verschiedene Formen, zum Beispiel einen Baum. Kann man das in die Mitte holen? Ja. Rüber. Damit ihr uns besser seht. Ich entstresse mich mal weiter mit diesem Teigknödel. Genau. Das ist schön. Ja, also wenn ihr es eingefärbt habt, habt ihr eben grün, blau oder rot hier liegen. Und dann könnt ihr die Kinder auch ausstechen lassen und probieren, einfach, dass sie das Gefühl bekommen, das war jetzt der Vorführeffekt, da ging natürlich jetzt nicht so gut, der Baum. Ich muss mal noch ein bisschen mehr ausrollen, dann geht es vielleicht besser. Man kann ja dann auch mit den Kindern die verschiedenen Formen benennen oder kleine Geschichten rund um die ausgestochenen Sachen, also zum Beispiel der Schmetterling und die Pflanze. Das ist eine super Idee. Kann man viele Sachen zusammenbasteln. Wer sehr kreativ ist, hier ist es jetzt besser gelungen, der Schmetterling. Man muss halt richtig reindrücken auch. Mhm. Ne? Also es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das besteht, so ein bisschen gummiartig auch, ne? Ganz leicht, so ein bisschen. Ja, das schon. Durch die Stärke halt, genau. Und auch durch die Banane. Also es ist sehr angenehm zu kleben. Am Anfang auch dann, je nachdem, was für ein Öl man verwendet, schön gepflegte Hände. Also ja. Die sind ganz zart. Richtig. Dann könnt ihr natürlich auch die größeren Kinder, die können dann auch mal Formen, in Ball rollen, also eine Kugel. Je nachdem, momentan sieht es zwar ein bisschen schlecht aus, aber einen Schneemann bauen kann man auch. Kriegt man auch noch hin. Also die verschiedensten Sachen kann man damit machen. Wichtig ist, die Knete ist nicht lange haltbar durch die Banane. Verschließt sie in einem Gefäß, in einem Plastikgefäß und tut sie im Kühlschrank. Dort ist sie maximal 3 bis 4 Tage haltbar. Ja, die verfärbt sich dann außen leicht, aber wenn man das dann nochmal einarbeitet, also die Banane wird leicht, ganz minimal, eine andere Farbe kriegt das außen. Aber wenn man das einknetet, sieht man das nicht mehr und das wird auch nicht... Also es ist nicht unangenehm. Meine Kinder haben auch nach 3 Tagen noch gut damit gespielt. Ja, es wird braun halt. Genau. Ja, die Banane ist ja logisch, wird braun und es ist nicht so schlimm. Es riecht aber auch gut und wenn die Kleinen mal davon kosten, ist es alles essbar. Es ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegensatz zu anderen Knete, die man eben kauft. Deswegen wollten wir euch das heute mal zeigen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Du sagst schon Tschüss. Eine ganz kurze Sache. Man kann die auch jetzt nicht trocknen lassen. Also die ist wirklich bloß zum Kneten da. Man kann jetzt keine Figuren formen und auf der Heizung zum Beispiel trocknen, wie mit Salzteig oder mit anderen Knete. Das geht nicht. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Genau. Gut, danke. Wir verabschieden uns. Für heute war es das. Probiert mal aus und schickt uns auch gerne Bilder, wer Lust hat. Wir freuen uns sehr darüber und wir wünschen euch eine schöne Woche. Silke. Tschüss. Und Nina. Tschüss. Tschüss.